Hallo alle miteinander und willkommen zur Tour durch Lagerraum 2. Ich habe euch ja gesagt, dass ich euch nach und nach alle Räume hier zeigen möchte und mir ist gerade aufgefallen, dass ich das Video zu Lagerraum Nummer 3 abgedreht habe und noch gar nicht das Video zu Lagerraum Nummer 2 habe, weil wir hier letztens umgebaut haben, aber hey, das hole ich jetzt halt erstmal nach und dann versetze ich halt das Lagerraum 3 Video etwas nach hinten. Meine Frau ist heute bei mir. Sag hi, Schatz. Hi. Was geht? Die assistiert mir ein bisschen, damit ich auch alles sehen kann, weil der Bildschirm ist auf der anderen Seite. Gut, aber ich fange jetzt mal an, ein wenig den Raum zu zeigen. Und zwar sehen wir hier, dieser Raum beinhaltet hauptsächlich Sealed Product. Ich hatte halt vorgehabt, von Anfang an diesen ganzen Raum nur mit Extra-Produkten und Sealed Product vollzuhauen und mit Karten, die nicht online sind. Und da sind wir jetzt halt langsam am Umbauen. Ich habe es in Lagerraum 3 Video schon erwähnt, aber das werdet ihr halt erst danach sehen. Ich hatte vor kurzem die Möglichkeit, ganz viele von diesen Regalen günstig zu kaufen. Und deswegen sieht das jetzt momentan so hier aus und ich räume jetzt momentan alles hier rein. Momentan fehlen hier zum Beispiel die RDS-Packs und nach schaffe ich es halt erst von den anderen Locations, das ganze C-Product herzubewegen. Hier könnt ihr ein bisschen was sehen an PSA-Produkten und diese dämlichen Mauspads. Ja. Ne. Sowas halt. Und dann fliegen hier, da hinten fliegen Dual-Discs rum und da einige Special Editions und dann lauter verschiedene Packs, die glaube ich alle noch nicht online stehen. Und dann Ordner, Seiten etc. da unten noch mehr Ordner und so machen wir jetzt halt hier immer weiter. Dort haben wir Final Fantasy, verschiedene Produkte und ihr seht, das ist alles noch vom Vorbesitzer gelabelt. Das heißt, ich muss mich jetzt langsam aber sicher damit befassen, diesen ganzen Kram zu labeln. Deswegen liegt auch hier schon das Tape rum und die Lampe, die alte ist kaputt gegangen. Deswegen bin ich jetzt gerade dabei, eine neue zu installieren, aber ich habe es noch nicht geschafft, das in die Wand reinzudonnern. Deswegen hängt da jetzt erstmal nur die Birne und dann können wir da später so einen tollen Schirm drüber tun, aber bisher sieht es halt noch so aus, weil wir am Aufbauen sind. Dann kommen hier die ganzen Common-Lots rein. Ich werde die jetzt immer in 1000er-Paketen packen und immer, wenn jemand 10.000 Karten kauft oder mehr, dann muss ich hier nur die Kisten rausnehmen, in eine große Kiste schmeißen und gut ist. Hier hängen wir gerade die ganzen Matten auf, da liegen noch welche rum, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Da hinten seht ihr noch mehr Tischplatten. Wir haben immer genug Tische auf Lager für den Fall, dass wir mehr aufbauen müssen, deswegen stehen da hinten ein paar rum und dann, wenn wir hier rumgehen, dann haben wir hier nach und nach alles. Hier unten ist nicht eingetragener Pokémon-Kram, den ich wahrscheinlich nie verwenden werde. Hier ist der ganze Kram, der jetzt bei Magic Online gehen muss. Final Fantasy Ankauf von letztens, Force of Will. Da unten ist, oh Gott, ich glaube World of Warcraft und Weiß-Schwarz? Ich glaube, Weiß-Schwarz-Karten und Vanguard, das werden wir nie anfassen, um Gottes Willen. Und dann räumen wir hier die ganzen Yu-Gi-Oh!-Karten rein. So zum Beispiel, jetzt habe ich die ganzen D-Barriers, die hier noch drin sind, zum Beispiel noch raussortiert und habe noch ein paar auf Lager. Momentan haben wir 250 nachinseriert und Rares und Commons und das hier. Damit möchte ich mich erst in Ruhe beschäftigen, weil LOB und MRD sind First Edition Full Sets in Englisch. Und ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Genauso SDY, K, J und P sind alles First Edition Full Sets in Englisch. Das wird interessant. Und das hier ist ebenfalls komplett, natürlich kein First Edition, aber das wird spannend. Und dann habe ich hier schon etwas Platz gemacht. Endless Sky Sealed Product. Hier liegen momentan nur die Demo-Decks rum, die ich bekommen habe. Von der lieben Atomflunder. Beziehungsweise der hat ja jetzt gesagt, er macht auf dem Atomflunder kein eins mehr, also heißt jetzt nicht mehr Atomflunder. Ich bin gespannt. Die beiden Schränke sind für dich bereit und der Rest wird halt hauptsächlich voll werden mit Yu-Gi-Oh! Sealed Product. Die ganzen Sachen, die jetzt bisher rumliegen, sind Sachen, wo ich schon überlegt habe, ob ich sie für Patreons anbiete oder nicht. Cyberdark Impact habe ich am Ende welche angeboten. Es sind auch einige rausgegangen. Eigentlich standen hier zwei von diesen Kisten. Es ist jetzt noch eine hier. Ich bin am Überlegen, als nächstes Power of the Duelist anzubieten. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Und dann bin ich mir auch noch nicht sicher, zu welchem Preispunkt. Gut, und das war im Wesentlichen auch schon Lagerraum Nummer 2.
hauptsächlich leer und noch im Aufbau. Das heißt, auch zu diesem Raum wird es ein zweites Video geben. Ein Update-Video, genauso wie ich es für Lagerraum 1 gemacht habe. Und zwar, wenn alles vollgebaut ist, denn ich muss jetzt schauen, dass ich ein Auto bereit bekomme, so einen schönen Transportwagen, wo wir das ganze Product reinklatschen und dann alles herbewegen, damit wir das alles hier vernünftig reintun können. Achso, da oben liegen Giant Cards. Eine momentan nur. Ich weiß nicht mehr welche. Egal. Gut, und dann kommt in ein paar Wochen ein Update-Video. Willst du herkommen? Macht's gut. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da. Cardmarket Shop, eBay, Patreon unten in der Videobeschreibung. Willst du noch was sagen? Nö. Okay. Meine Frau ist Kamerascheu. Ciao. Yeah.